Und ich mag immer eigentlich noch nicht mit dem Teil fahren. Das könnte gleich etwas lauter werden. Ja, und das ist mein Problem mit der Sache. Ich wollte das eigentlich nicht auf die gewalttätige Art und Weise lösen. Mehr für die friedliche Art und Weise. Dass man den Leuten zeigt, wir sind ein Volk, aber nicht auf die Art und Weise, dass du noch einen Krieg auslöst, weil es gibt schon einen Krieg zwischen Russland und den USA, da brauchen wir gar nicht noch einen Krieg. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Na toll. Ja, ich vermute, ihr seht gerade das Thumbnail schon. Gut gebremst. Okay, wir wandeln schnell mal die Leute hier um. Umwandeln. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Krass, wie viele Modelle es hier auch gibt. Okay, das war ein AX-700, der ein bisschen anders aussieht. Muss ich die hier alle einzeln umwandeln? Ah nee, gut, das macht Marcus schon von selbst. Sehr gut. Auch wenn es ein bisschen weird ist, weil es so aussieht, als würden einige Leute noch... Also würden einige Leute genau gleich, ja, da sieht man's. North, alles okay? Holen wir sie heraus. Ihm irgendwas entschlüsselt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur das war, dass wir sie hier rausbekommen haben, also den Android genau von ihrer Serie, oder ob das jetzt was anderes war. Auf jeden Fall können wir jetzt mit den Androiden hier ein bisschen talken. Mein Name ist Hallo, Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Gut, du hast dich schon alle umgewandelt. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! North Gefährte, Jericho Anführer. Dann folgt mir! Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Botschaft an die Menschen, übermitteln Handel, Fried, fertig oder gewaltsam. Verändere den Capital Park. Wir haben da schon so eine etwas kleinere Menge hinter uns, würde ich sagen. Nein, wir werden das Fenster dann nicht einschlagen. Androidenparkplatz,
Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Hacken wir den Parkplatz hier mal. Pazifist, 53, gewalttätig, 47. Bank, markieren, abreißen. Unser Symbol wählen. Das links erinnert einen eher an die, daran, dass wir untertan waren. Das unten, ja, ist irgendwie so ein Happy-Zeichen, würde ich sagen. Das oben und das, also das links rechts erinnert so ein bisschen an Gewalt und das oben finde ich eigentlich ganz nice. Wie auch immer sowas funktionieren soll. Okay, markieren. Ich atme nicht, aber ich lebe. Achso. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Die hier. Ich glaube, die meint sie. Ecken. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir Frieden leben. 75% Pazifist. Dazu. Diese Botschaft. Markieren. Überlasten. Nein, ich weiß nicht. Auf Straße bewegen. Ich helfe dir. Ach, die anderen helfen uns. 100% Pazifist. Nice. Markieren. Wir haben einen Traum. Ich denke, also bin ich ein Planet, zwei Völker, gleiche Rechte für Androiden. Equal Rights for Androids. Okay, benutzen wir den Rauch hier mal. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. Auch dann hat es keinen Sinn. Weil auf Gewalt reagiert immer die Menschheit mit Gegengewalt. Nichts anderes tat die Menschheit jemals.
Shit. North! Ach du meine Fresse. North! Was ist da passiert? North! Sie haben sie getötet. Shit. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Gehen wir auf die Gruppe zu. Danke fürs Platz machen, Leute. Sie haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Du musst das hier nicht tun. Und ich werde es auch nicht tun. Ich weiß, das mag einigen nicht gefallen, aber... Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff. Terroristischer Angriff. Mehrere Geschäfte klar. Die meisten und mehrere. Wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Was hat denn Staaten? Channel 16 jetzt schon wieder? Terrorkampagne, was soll das jetzt heißen? Wir haben einen friedlichen Protest durchgeführt. Wir haben nichts Schlimmes getan. Und warum werden wir jetzt als Terrororganisation... Ich verstehe es nicht. Okay, im Laden Polizei nicht alarmiert. Da hätte auch die Polizei alarmiert werden können. Die Straßenblockchen, irgendwas haben wir nicht versteckt. Na, dann wäre es aus gewesen für uns wahrscheinlich, ja. Polizei alarmiert, dann wäre es auch für uns aus gewesen. Nachricht verbreiten, Autos markieren, Autos schieben, Androidenparkplatz hacken... Anzeigetafeln, Hecke, Bänke markieren, Statuen markieren. Ja, ich weiß, wir hätten da noch deutlich mehr machen können, wie man hier auch sieht, aber ich habe es mal nicht übertrieben. Starke Botschaft senden, Polizeistreife erscheint, pazifistische Botschaft verschonen, Team zurück in Jericho. Das ist es, wir wollten eine friedliche Botschaft verbreiten. Ich weiß, ich hätte noch deutlich mehr Sachen hier machen können. Und das hätte ich vielleicht auch machen sollen, dann hätten wir ein paar mehr Punkte hier oben bekommen. Beziehungsweise sie werden da gerade nicht angezeigt, aber die Punkte sind da, um Extras freizuschalten. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich denke, wir werden trotzdem gegen Ende des Let's Plays alle Extras freischalten, die ich euch dann zeigen kann. Und wenn nicht, dann werde ich eben schauen, dass ich nach dem Ende dieses ersten Durchgangs ein bisschen Punkte farme, damit wir das Ganze dann machen können. Aber ich denke, das packen wir schon. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see?
see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.